Hallo zusammen, hier ist wieder Jelan und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder ein Mythic Plus Opening machen. Und zwar eine Kiste von der Mythic Plus Weekly Chest. Und ja, ich habe gerade hier umgeschalten. Ich hatte irgendwie noch Heiler drin. Ich schätze mal, ich hatte das eingestellt, weil ich ja die Paragon-Kisten das letzte Mal aufgemacht hatte. Und da versuche irgendwie noch die Heiler bzw. die Dehiszenz zu bekommen. Ich habe das Gott sei Dank umgeschalten. Ich hatte es nämlich schon mal, dass ich versehentlich Heal drin hatte. Da habe ich irgendeine Heilerwaffe gekriegt und war nicht so amused. Wir gucken jetzt mal, was wir da drin haben. Nice wäre ein Corruption-Item. Und zwar irgendwas mit diesen Wunden. Oh, ich habe eine Waffe gekriegt. Was ist denn das hier? 475. Vielseitigkeit. Angelegt, eure kritische Treffer, Chance, den Schotten und dann, okay, 372 Naturschaden, aber ich habe nicht viel Crit, aber ich habe natürlich hier den Versaprock drauf und der ist für PvP gar nicht so schlecht. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich dieses Teil als meine PvP-Waffe nehmen werde, um dementsprechend, ja, diesen Versaprock noch zu haben. Ich müsste mal gucken, wie viel Corruption ich im Arena. Warte mal, kann ich mir das rausziehen? Ich habe nämlich so ein Arena-PvP-Set. Das habe ich bloß eingeschalten, dass wenn ich im Bären bin, dass das automatisch ins andere Set switcht. Wie viel Corruption habe ich dann? Hier, okay, wir sind bei 30. Ja, gut, das können wir dann eher nicht machen, sonst sind wir bei ein bisschen zu viel. Aber auf der Waffe haben wir nichts drauf. Was habe ich denn an im PvP-Set? Ich habe hier einmal. Schon diesen Proc drauf, ne, mit den 800 Versa. Aber ich könnte ihn zweimal anziehen. Der ist nämlich, glaube ich, echt nicht so schlecht. Dann habe ich hier Mastery. Und dann habe ich, glaube ich, hier noch irgendwo, ja, genau, diese Tentakeln habe ich noch. Ich könnte die Tentakeln ausziehen, dafür das an, und dann müsste ich noch irgendwas anderes noch mir holen. Gut, muss ich mal drüber nachdenken. Also fürs PvP-Set kann sich's lohnen. Für PvE tatsächlich eher nicht. Ich weiß nicht, für einen Guardian ist es, glaube ich, jetzt nicht ganz so geil. Da wird es sich nicht lohnen. Jetzt ziehen wir, gucken wir da nochmal. Gut, ich habe jetzt halt hier eine Waffe ohne Proc drauf und hier wäre halt dann mit Proc. Schauen wir gerade mal, ob die mehr Stats hat. Nee, hat sie nicht. Also der Proc ist tatsächlich extra drauf. Das sind halt 300 extra Schaden, ne? Die wir hätten beim Crit. Mal gucken, wie viel Crit habe ich, dann wird sich das rentieren im Bären. Also gut, das ist natürlich minimal, ne? 300 Schaden ist jetzt nicht die Welt, aber es ist nice to have. Gut, wir haben 18% Crit. Ne? Crit ist jetzt der schlechteste Stat für einen Guardian leider und im PvP für einen Feral eigentlich auch. Dementsprechend werden wir nicht so oft critten, aber ich kann sie bestimmt irgendwo brauchen. Eine Waffe ist nie schlecht, die können wir uns mal auf jeden Fall zurückhalten. Ich hätte jetzt, weil's lieber irgendein krasses Corruption-Item gehabt, aber das wirst du machen. Besser als nix an der Stelle. Gut, das war's mit dem kleinen Opening. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so rausgekriegt habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.